Hallo und weiter geht das. Wir wollen jetzt mal mit Tali reden und mal gucken, wie wir ihr helfen können. Shepard, freut mich, dass Sie vorbeikommen. Ich brauche vielleicht Ihre Hilfe. Ich habe gerade eine Nachricht von der Migrantenflotte erhalten. Der Admiralitätsrat beschuldigt mich des Verrats. Ich habe Angst, Shepard. Wer Sie kennt, weiß genau, dass Sie niemals Ihr Volk verraten würden, Tali. Ich weiß nicht. Solche Anschuldigungen werden nur vorgebracht, wenn die Beweislage erdrückend ist. Trotzdem danke. Ich weiß Ihr Vertrauen in mich zu schätzen, Shepard. Liegt es daran, dass Sie mit Cerberus zusammenarbeiten? Ich arbeite nicht mit Cerberus zusammen, sondern mit Ihnen. Und ich wurde freigestellt, um wieder auf der Normandy dienen zu können. Ich habe keine Ahnung, was Sie mir vorwerfen. Ich müsste mich doch erinnern, wenn ich die Flotte wirklich verraten hätte. Was geschieht, wenn ein Quarianer des Verrats beschuldigt wird? Es gibt eine Anhörung, bei der die Mitglieder des Admiralitätsrats als Richter fungieren. Mein Vater ist ein Admiral dieses Rats. Er muss sich für befangen erklären. Ich will mir gar nicht ausmalen, was er wohl gerade denkt. Die Strafe für Verrat ist Verbannung. Wenn ich verurteilt werde, kann ich nie mehr zurück. Sie haben also keine Ahnung, was man Ihnen genau vorwirft? Nein. Details solcher Anschuldigungen werden meist nicht über offene Kanäle verbreitet. Ich werde erst mehr erfahren, wenn ich bei der Flottille ankomme. Was geschieht, wenn Sie für schuldig befunden werden? Wie gesagt, ich werde verstoßen. Einzelheiten bleiben den Richtern überlassen. Wenn die Tat als tragische Fehleinschätzung gewertet wird, bekommt der Schuldige vielleicht ein kleines Schiff und Vorräte. Nicht, dass das wichtig wäre. Bei einer Verurteilung sehe ich die Migrantenflotte in jedem Fall nie wieder. Also kein Gefängnis? Keine Todesstrafe? Für lange Gefängnisstrafen haben wir gar nicht die Ressourcen. Überwachte Zwangsarbeit ist viel effektiver. Und für Hinrichtungen ist unser Volk einfach zu klein. Ein Verstoßener kann Kinder bekommen. Und die sind dann in der Flotte wieder willkommen. Wie oft kommt es vor, dass jemandem von der Flotte Verrat vorgeworfen wird? Sehr selten. Die Tat muss die gesamte Flottille betreffen, nicht nur ein Schiff. Die letzte Angeklagte war Anora Vanya Vasselani, eine Technikerin, die Verteidigungspläne der Flotte an die Batarianer weitergeleitet hatte. Dabei hatte sie gute Absichten. Die Batarianer hatten einen Vertrag für ein Upgrade unserer Systeme. Aber stattdessen haben sie die Verteidigungspläne an Piraten verkauft. Wurde sie verurteilt? Nein, sie hat einen Selbstmordangriff auf die Piraten gemacht und sie zerstört, bevor sie die Flotte angreifen konnten. Sie wurde begnadigt, posthum. Hoffentlich muss ich meine Unschuld nicht auch so beweisen. Wie läuft so ein Prozess ab? Wie schnell müssen Sie dort erscheinen? Sie warten eine Weile, damit ich kommen und mich verteidigen kann. Tauche ich nicht auf, findet der Prozess in meiner Abwesenheit statt. Was den eigentlichen Ablauf angeht, es ist weniger formell als ein Prozess auf der Erde oder auf der Citadel. Wir sind eine Familie. Und ein schlimmeres Familientreffen gibt's eigentlich gar nicht. Okay, suchen wir die Flottille. Ich wollte schon eine Passage auf einem anderen Schiff buchen. Ich dachte nicht, dass Sie die Zeit hätten, mir zu helfen. Danke, Shepard. Ich gebe den aktuellen Aufenthaltsort der Flottille in die Normandy ein. Die Admirale werden schon auf uns warten. Hier spricht Tali Zorawas Nemana Raya. Er bitte Undock-Erlaubnis an die Raya. Laut unserem System gehört Ihr Schiff zu Cerberus. Identifizieren Sie sich. Nach langer Zeit unter den Sternen, durch die Zeiten des Lichts und Schwärme von Staub, kehre ich zu meinen Anfängen zurück. Erlaubnis erteilt. Willkommen daheim, Tali Zora. Wir brauchen ein Team für Sicherheit und Quarantäne. Unser Schiff ist nicht sauber. Verstanden. Steuern Sie die externe Dockingstation 17 an. Ich denke, es ist keine gute Idee, ihn... Schaffen Sie dieses verdammte Ding von meinem Schiff, bevor es zu einem Vorfall kommt, gegen den das Fiasko mit dem... Sie verteidigen Ihr Schiff und das respektiere ich. Aber versuchen Sie nicht, mich einzuschüchtern, Captain. Sonst?
Sonst nehme ich diese Maske ab und blase ihr hübsches, sauberes Schiff voller Krankheitserreger. Ich lasse sie Tali zuliebe an Bord. Aber das mit dem Geth geht zu weit. Er muss auf ihrem Schiff bleiben. Erschießen Sie uns beide. Falls Legion außer Kontrolle gerät, schalte ich ihn selbst aus. Sie wissen, dass ich Hunderte von ihnen erledigt habe. Warum sollte ich Ihnen glauben? Captain, wenn Legion etwas Verdächtiges tut, erledige ich ihn. Das wissen Sie. Talizora, Sie machen mir immer nur Ärger. Marines, zurück auf Position. Sie kriegen eine Chance. Aber angesichts der Vorwürfe gegen Sie, Tali, tun Sie sich damit keinen Gefallen. Wie meinen Sie das? Sie werden beschuldigt, aktive Geth als Teil eines Geheimprojekts in die Flotte gebracht zu haben. Das ist verrückt. Ich habe nie aktive Geth an Bord gebracht. Ich habe nur Einzelteile geschickt. Sie haben Geth-Teile zur Migrantenflotte geschickt? Ja, mein Vater hat an einem Projekt gearbeitet und brauchte dafür die Einzelteile. Wenn ich nun etwas hergeschickt hätte, das lediglich beschädigt war, nicht völlig inaktiv. Nein, ich habe alles überprüft. Ich war sehr gründlich. Ich habe den Befehl, Talizora bis zur Anhörung in Arrest zu nehmen. Also, Tali, Sie müssen bis zum Ende des Prozesses an Bord dieses Schiffes bleiben. Danke, Captain. Die Vorbereitungen haben direkt nach Ihrer Ankunft begonnen. Die Anhörung findet auf dem Gartenplatz statt. Viel Glück. Gut. Sie sollten mit Admiral Brand sprechen. Sie wartet da vorne auf Sie. Ich fasse es nicht, dass Sie Talizora beschuldigen. Der Captain hat einen Geth aufs Schiff gelassen. Ich werde eine Beschwerde einreichen. Talizora was Normandy. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich hätte es nicht mehr lange hinauszögern können. Tante Rahn! Shepard was Normandy, das ist Admiral Sharla Rahn was Tonbay. Sie ist eine Freundin meines Vaters. Moment. Rahn, du hast was Normandy gesagt. Ja, das habe ich, Tali. Der Admiralitätsrat hat beschlossen, dich unter diesem Namen anzuklagen, weil du nicht mehr auf der Nima Dienst tust. Auf einem Schiff der Menschen zu dienen, ist vermutlich eher ein schlechtes Zeichen. Sie haben mir meinen Schiffsnamen genommen. Da hätten Sie mich auch gleich verstoßen können. Es ist noch nicht vorbei, Tali. Du hast Freunde, die dich immer noch als Tali Zora was Nima betrachten, egal wie sie dich offiziell nennen müssen. Sie sind Admiral. Gehören Sie demnach auch zu den Richtern? Leider nicht. Ich habe mich wegen meiner Vergangenheit mit Tali und ihrem Vater selbst für befangen erklärt. Vater musste das vermutlich auch tun. Das wirst du gleich sehen, Tali. Ich führe den Vorsitz und achte auf die Einhaltung des Protokolls, habe aber beim Urteil keine Stimme. Wir sollten anfangen. Hat Tali einen Verteidiger? Jemand, der sie vertritt? Ja, das hat sie, Captain Shepard. Sie gehört jetzt zu ihrer Crew, sogar offiziell nach quarianischem Recht. Und ein angeklagtes Crewmitglied wird immer vom Captain seines Schiffes vertreten. Also, würden Sie tatsächlich meine Verteidigung übernehmen? Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Ihnen zu helfen, Tali. Danke, Shepard. Eine bessere Vertreterin hätte ich mir nicht wünschen können. Unsere Regeln vor Gericht sind simpel. Um Fallstricke oder politische Schlupflöcher müssen Sie sich keine Gedanken machen. Stellen Sie die Wahrheit dar, so gut Sie können. Das muss genügen. Kommen Sie jetzt. Ich habe versprochen, Sie nicht aufzuhalten. Dieses Konzil ist nun bereit. Gesegnet seien die Vorfahren, die uns am Leben gehalten und somit ermöglicht haben, dass wir heute existieren.
Kela Selai. Die Angeklagte, Tali Zora Vasnormandy, ist mit ihrem Captain erschienen, um sich gegen die Anklage des Verrats zu verteidigen. Sicherheit? Ein Geth ist im Gerichtssaal anwesend. Glaubt Tali Zora etwa, sie könne durch Drohungen Einfluss nehmen? Captain Dana hat den Geth an Bord zugelassen. Wollen Sie den Captain der Raya maßregeln, Admiral Corris? Ich ziehe den Einspruch zurück. Shepard Vasnormandy, Ihr Crewmitglied Tali Zora ist des Verrats angeklagt. Werden Sie für sie sprechen? Das sollte gar nicht nötig sein. Als Tali mir geholfen hat, Saren und seine Geth-Armee aufzuhalten, sprachen ihre Taten für sich selbst. Ohne ihre Hilfe wäre keiner von ihnen heute am Leben, um über sie Gericht zu halten. Gut gesprochen, Shepard. Keiner von uns sollte Talis Verdienste um die Flotte vergessen. Tali, Sie werden beschuldigt, aktive Geth in die Migrantenflotte eingeschleust zu haben. Worauf plädieren Sie? Tali würde die Migrantenflotte niemals gefährden. Sie plädiert auf nicht schuldig. Ich habe Einzelteile und Technologie geborgen, die dann von Teams abgeholt wurden. Das geschah auf Befehl meines Vaters. Aber ich würde niemals aktive Geth zur Flotte schicken. Alles, was ich geschickt habe, war deaktiviert und harmlos. Dann erklären Sie uns, wie die Geth das Laborschiff übernehmen konnten, auf dem Ihr Vater gearbeitet hat. Wovon reden Sie da? Was ist passiert? Soweit wir wissen, Tali, haben die Geth jeden an Bord der Ellerai umgebracht. Einschließlich ihres Vaters. Was? Oh, Kila. Ich dachte immer, Quarianer hätten Familiensinn. Wie können Sie Tali so etwas mitten in einem Prozess mitteilen? Tut uns leid. Tali hätte informiert werden sollen. Shepard, wir müssen die Ellerai zurückerobern. Das Sicherste wäre, das Schiff ganz einfach zu zerstören. Aber wenn Ihnen ein ehrenhafter Tod lieber ist als ein Leben im Exil... Ich suche meinen Vater, Sie Boschtet! Sie wollen die Ellerai den Geth wieder abnehmen? Das ist ein äußerst gefährliches Vorhaben. Mit Ihrer Erlaubnis, werte Admirale, ja. Das Wohl der Flotte geht vor und Tali muss ihren Vater finden. Einverstanden. Und sollten Sie bei dieser ehrenvollen Mission fallen, Tali, werden alle Anschuldigungen aus den Unterlagen entfernt. Darüber reden wir später. Dann ist es beschlossen. Sie werden versuchen, die Ellerai zurückzuerobern. Sie erhalten die Erlaubnis dazu, die Raya zu verlassen. Beim sekundären Docking-Hangar wird ein Shuttle für Sie bereitstehen. Viel Erfolg, Tali. Die Anhörung wird nach Ihrer Rückkehr fortgesetzt oder nach dem Beschluss, Sie für im Einsatz gefallen zu erklären. Danke, dass Sie zugestimmt haben, die Ellerai zurückzuerobern, Shepard. Die Admirale scheinen sicher zu sein, dass mein Vater bereits tot ist, aber ich weiß auch nicht. Wir werden es erst erfahren, wenn wir dort sind. Wie geht es Ihnen? Sie wurden ja gerade ganz schön bombardiert, sogar noch bevor man Ihnen von Ihrem Vater berichtet hat. Mir war klar, dass es hart werden würde. Aber man ist wohl nie darauf vorbereitet, des Verrats angeklagt zu werden. Und mein Vater? Ich weiß nicht. Er könnte noch am Leben sein. Sie wissen nicht mit Bestimmtheit, dass er tot ist. Ich weiß es einfach nicht, Shepard. Und ich muss es herausfinden. Möchten Sie noch mit jemandem sprechen, bevor wir aufbrechen? Wir können mit den Admiralen reden. Vielleicht hilft uns das dabei, herauszufinden, wo sie stehen. Aber wir werden durch ein privates Gespräch wohl kaum jemanden dazu bringen, dass er von seiner Meinung abrückt. Gehen wir. Richtig. Je schneller wir auf der Ellerai sind, desto eher wissen wir, was passiert ist. Shepard, der sekundäre Docking-Hangar ist hinter der Konzilkammer, wo Sie sich gerade befinden. Das bereitgestellte Shuttle ist unbewaffnet. Verstanden. Wie viele Geth auch auf der Ellerai waren, Sie haben wahrscheinlich neue gebaut. Rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Gut, das wollen wir aber erst mal mit allen Leuten hier reden.
Loyalität zur Flotte. Call Riga. Shepard, Tali Zora, schön, Sie beide zu sehen. Ich wünschte nur, die Umstände wären etwas angenehmer. Was haben unsere Aufzeichnungen ergeben? Wirklich schlimm. Es ist genau, wie Sie sagten. Die Sonne hätte sich auf Haystrom keinesfalls so verhalten dürfen. Die Theorie über die dunkle Energie stimmt also? Das ist beunruhigend. Ich kann dazu nicht wirklich etwas sagen, Ma'am. Ich werde fürs Schießen bezahlt. Was tun Sie an Bord der Raya? Klingt, als hätten Sie Ihren Bericht bereits bei der Admiralität abgeliefert. Ich bin geblieben, um zu den Vorwürfen gegen Tali Zora Stellung zu beziehen. Ich habe mit ihr gedient und sie hat was Besseres verdient als das hier. Danke, Call. Ich sag nur, wie es ist, Ma'am. Hatten Sie Glück und konnten beim Admiralitätsrat vorsprechen? Admiral Rahn wollte meine Meinung über die Geth hören, weil ich ja auf Haystrom gegen sie... Sie und Admiral Garrel hoffen, dass sie einen Haufen Geth töten, um die Menge auf unsere Seite zu ziehen und dann Beweise finden, um ihren Namen reinzuwaschen. Sie haben gezögert, aber Ma'am, sie hatten kaum andere Optionen. Ich habe empfohlen, sie auf die Alarai zu schicken. Ich hoffe, Sie kommen damit klar. Sie haben das Richtige getan. Danke. Sie sagten, Ihre Mission hätte etwas mit dunkler Energie zu tun. Richtig. Erinnern Sie sich an diese verdammte Sonne auf Haystrom? Hat alles lahmgelegt und viel zu stark gestrahlt. Die Sonne wird alt. Aber das stimmt gar nicht. Dunkle Energie. Sie reduziert die Masse im Inneren des Sterns und verwandelt ihn vorzeitig in einen Gasgiganten. Die Techs machen sich Sorgen. Glauben Sie, die Geth sind dafür verantwortlich, was mit der Sonne von Haystrom passiert? Keela, hoffentlich nicht. Wenn sie einen Stern manipulieren können, sind unsere Chancen im Kriegsfall noch schlechter, als ich dachte. Ich glaube nicht, dass es die Geth sind. Um einen Stern in dieser Weise absichtlich zu beeinflussen, bräuchte man viel Zeit und jede Menge Ressourcen. Für eine Waffe ist es nicht effizient genug. Und nicht mal die Geth würden ein Sternsystem zerstören, das sie noch brauchen könnten. Außerdem sind sie erst wieder aufgetaucht, als wir auf der Bildfläche erschienen sind. Hoffentlich haben Sie recht, Ma'am. Die synthetischen Mistkerle sind schon jetzt schlimm genug. Was bedeutet diese Zunahme der dunklen Energie? Müssen wir deswegen beunruhigt sein? Tut mir leid, Shepard. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber die Wissenschaftler sind jedenfalls beunruhigt. Hoffen wir mal, dass es sich um ein isoliertes und seltenes Phänomen handelt. Wenn dunkle Materie eine Sonne destabilisieren kann... Vermutlich muss man sich jetzt noch keine Sorgen machen, aber die Ressourcen in der Galaxie sind schon knapp genug, ohne dass plötzlich Sterne sterben. Manchmal glaube ich, mit der Flotte rumzufliegen, ohne einen eigenen Planeten zu haben, ist wirklich die beste Lösung. Wie geht es Ihnen, Riga? Sie mussten ja auf Haystrom ganz schön was einstecken. Der körperliche Schaden hielt sich in Grenzen, aber ich lag eine Woche lang mit einer Infektion flach. Ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen. Und ich muss jetzt nicht diesen Admiralen gegenübertreten. Mit so einem Immunsystem sind die Quarianer im Krieg schwer benachteiligt. Sie verlieren mehr Leute durch Infektionen als im eigentlichen Kampf. Einen Frontalangriff können wir uns nicht erlauben, das steht fest. Wir müssen es klug anstellen. Idealerweise aus dem Orbit. Wir haben jede Menge Antibiotika. Es ist ja nicht so, dass uns ein einziger Schuss gleich umbringt. Nein, Shepard hat recht. Sie haben nur unsere Spezialeinheiten gesehen, Tali. Die Frontsoldaten sind lange nicht so gut ausgerüstet. Und wenn dann noch der Nachschub abreißt, wird's schnell ziemlich übel. Wir sollten jetzt gehen. Viel Glück auf der Alarai. Gut. Lassen Sie auf sich auf. Tali Zora ist Tor. Ja, den kennen wir ja auch. Was brauchen die Admirale denn noch als Beweis? Shepard, wie kommen Sie denn auf die Raya? Shepard ist hier, um mir beim Prozess zu helfen. Ach ja, davon habe ich gehört. Ich hoffe nur, Sie haben nicht getan, was man Ihnen vorwirft. Nein, Vitor. Ich würde die Flotte niemals gefährden. Oh, das ist gut. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ich glaube es zwar nicht, aber ich wollte zumindest fragen. Sie haben mir auch geholfen. Tali könnte jetzt Freunde brauchen. Wären Sie dazu bereit, den Admiralen zu erzählen, wie sie Ihnen geholfen hat? Nein, das heißt ja, aber das habe ich schon getan. Sie haben mit mir gesprochen. Aber vor viele Leute will ich nicht treten. Vitor geht es gut. Aber für einen Auftritt in der Öffentlichkeit ist er noch nicht bereit. Ich habe mit ihm geredet. Genau wie dieser Soldat Karl Rieger. Wir haben erzählt, wie sie uns geholfen haben. Hoffentlich hat's was bewirkt. Das hat es bestimmt, Vitor. Danke. Erinnern Sie sich noch an die Kollektoren? An irgendetwas? Nichts Neues. Tut mir leid, jedes Mal, wenn ich im Geist dorthin zurückgehe, dann... Vitor, kommen Sie zurück.
alles in Ordnung. Tut mir leid, Tali, Commander. Ich will ja helfen, aber ich kann nicht. Ich habe nichts gesehen und woran ich mich erinnere. Keine Sorge, Vitor. Wir finden die Dinger, die dafür verantwortlich sind. Und wir werden sie beseitigen. Gut. Vielen Dank. Achten Sie auf sich, Vita. Nur wenige wären nach dem, was Sie durchgemacht haben, noch bei klarem Verstand. Ich weiß, bin ich aber gar nicht. Trotzdem danke, Commander. Ohne Ihre Hilfe hätte ich es nie so weit geschafft. Auch nicht schlecht, bin ich aber gar nicht. Tali Sora, sind Sie angesichts der Umstände sicher, dass ein Gespräch mit mir angemessen ist? Ich suche nach Informationen über die Alarai. Ich habe nicht vor, Sie mitten auf dem Platz zu bestechen, Admiral. Ein ganz wunderbares Exemplar. Eine Geth-Hülle über einem Standard-Mac-Innenleben, nehme ich an. Oder haben Sie wirklich einen Geth davon überzeugt, für Sie zu arbeiten? Legion ist freiwillig bei mir. Er gehört zum Team. Es hat einen Namen. Faszinierend. Ich könnte unter anderen Umständen so viel von ihm lernen. Diese Plattform steht für Experimente nicht zur Verfügung. Amüsant. Es freut mich, dass sich wenigstens die Menschen noch nicht von synthetischen Wesen abgewandt haben. Dieser Prozess ist eine Farce, entstanden aus purer Angst. Wenn der Prozess Sie nicht interessiert, warum lassen Sie sich da nicht befreien? Damit das alte Schlachtroß Herrn Garrel und der feige Sau Chorus den Kurs vorgeben können? Sicher nicht. Dem Prozess liegt eine weitaus wichtigere Frage zugrunde, mit der Tali Sora nur am Rand zu tun hat. Nichts für ungut. Und wie lautet die zentrale Frage des Prozesses, Admiral? Sollen die Quarianer vor den Fehlern der Vergangenheit Angst haben oder sich mittels ihres Gespürs für künstliche Intelligenz ihren früheren Ruhm wieder zurückholen? Es geht Ihnen also ausschließlich darum, ob Ryle etwas Brauchbares über die Geth in Erfahrung gebracht hat. So ist es. Falls ja, könnten wir selbst aus diesem Unglücksfall noch einen bedeutsamen Vorteil ziehen. Wollen Sie neue VIs erschaffen? Nein, Tali Sora. Ich möchte die Geth wieder ihren rechtmäßigen Meistern unterstellen, den Quarianern. Durch Hacken ausgelöste Verhaltensänderungen bei Geth halten nur so lange, bis die Programme mit Hilfe archivierter Kopien wiederhergestellt sind. Wir halten den Plan daher für unvernünftig, Schöpferin Admiral. Endlich sind wir mal einer Meinung, Legion. Wir werden sehen, wunderbare Maschine. Wir werden sehen. Ihre Ansichten über synthetische Wesen scheinen eher eine Minderheitenmeinung zu sein. Ja, zumindest im Admiralitätsrat. Herrn Garrel sieht nur einen Feind, der zerschmettert werden muss. Saal Chorus würde am liebsten wegrennen und sich in einer neuen Kolonie verstecken. Und Shala Ran kann sich nicht entscheiden. Ich hatte gedacht, Ral würde zu Herrn halten, aber wenn er wirklich mit aktiven Geth experimentiert hat, haben wir vielleicht sogar gemeinsame Ideen. Sie unterstützen Experimente an lebenden Kreaturen? Ral hat sich für seine Experimente an Geth nicht schuldiger fühlen müssen, als ich früher bei Operationen an Kinderspielzeug. Dass Sie an Ihrem Kinderspielzeug Operationen durchgeführt haben, spricht Bände, Admiral. Ein Schiff fliegt schneller als ich. Richtig programmiert kann es Ziele ansteuern und sich sogar selbst verteidigen. Aber es ist trotzdem nur eine Maschine. Es wurde nur zu dem Zweck gebaut, seinem Meister zu dienen. Und wenn der Meister es wünscht, kann er es jederzeit verschrotten. Wenn wir Ryle nicht lebend auf der Alarai finden, was wird dann Ihrer Ansicht nach wohl passieren? Das Gleichgewicht der Mächte verschiebt sich. Hen verliert eine Stimme für seinen dummen und selbstzerstörerischen Krieg. Das würde für Frieden sprechen, weil Shala Ran viel zu vorsichtig ist, um ihren eigenen Hals zu riskieren. Aber wenn der Admiral, der Ral ersetzt, mir zustimmt, könnte das Ganze ziemlich aufregend werden. Können Sie mir etwas über die Alarai sagen? Nur wenig. Wir haben ein paar Kommunikationssignaturen aufgefangen, bevor die Geth alles. Um ein Schiff zu übernehmen, muss die steuernde Intelligenz eigentlich vernetzt sein. Sie sollten also mit 10 bis 50 Einheiten rechnen. Dann kann das alles nichts mit mir zu tun haben. Ich habe nur Einzelteile geschickt und daraus lassen sich niemals so viele Geth zusammensetzen. Danke für die Information. Sehr erfreut, Sie kennengelernt zu haben, Commander.
Gut, dann reden wir jetzt auch nochmal mit den anderen. Talisora und ihr Vater sind außer Kontrolle geraten. Sie tragen beide die Schuld daran. Du hast mich hintergangen, Schala. Du hast Captain Danner angewiesen, nichts zu sagen, damit ich erst beim Prozess erfahre, dass mein Vater tot ist. Warum? Die Admirale mussten den Schock in deiner Stimme hören, Tali. Sonst hätten sie deinen Versuch nicht genehmigt, die Alarai zurückzuerobern. Das ist deine beste Chance, Beweise zu finden, die dich entlasten. Es tut mir leid. Großartige Rücksicht können wir uns nicht leisten, Tali. Sind die Richter so sehr darauf aus, sie schuldig zu sprechen? Alles, was mit den Geths zu tun hat, ist hier ein heißes Eisen, Shepard. Aber es besteht noch Hoffnung. Han Garrel hat vor Ihnen und Talisora großen Respekt, weil Sie Saren aufgehalten haben. Für Admiral Corris ist das Ganze ein Kriegsverbrechen und er will eine Verurteilung. Und was Admiral Xen will, weiß ich nicht. Sie sollten bald zur Alarai aufbrechen. Möchten Sie noch etwas wissen? Es schien unter den Admiralen noch andere Streitpunkte zu geben. Sie haben das bemerkt. In der Tat. Die Präsenz der Geth macht die Angelegenheit ziemlich heikel. Der Admiralitätsrat will entscheiden, ob er sich auf die Entwicklung der Kolonien konzentrieren soll oder aber versuchen, die Heimatwelt zurückzuerobern. Du denkst an Krieg? Gegen die Geth? Ich nicht, Tali. Aber andere schon. Die Lage bei den Geth ist nicht so einfach, wie sie glauben. Nicht alle von ihnen verehren die Reaper. Ich glaube kaum, dass die übrigen Admirale das interessiert. Sie wollen unsere Heimatwelt zurück und dabei alle Geth vernichten. Schala, willst du denn unsere Heimatwelt nicht zurück? Ich halte es nicht für machbar, Tali. Aber meine Meinung spielt dabei keine Rolle. Ich weiß, dass die Migrantenflotte gewaltig ist, aber selbst sie können es nicht mit den Geth aufnehmen. Wir sind es müde, von Stern zu ziehen, Shepard. Wir wollen unsere Welt zurück. Wir haben genug für unseren Fehler bezahlt. Ich sage hier nicht einfach meine Meinung. Ich tue kund, aus welcher Richtung der Wind weht. Welche Art von Beweisen hat denn bei den Admiralen Gewicht? Tali, du hast zugegeben, dass du deinem Vater für dieses Projekt Geth-Teile geschickt hast. Ja, aber nichts, was online von allein hätte zurückkommen können. Ich habe alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Dann besorge die Unterlagen über die Lieferungen und die Experimente. Du musst beweisen, dass du vorsichtig warst. Etwas, das beweist, dass alles nur ein schrecklicher Zufall war, den niemand hätte vorhersehen können. Wie lange kennen Sie Talis Familie schon? Das war noch bevor Rahl Admiral wurde. 25 bis 30 Jahre, schätze ich. Ich war bei Talis Geburt dabei. Ihre Mutter und ich hatten unsere Anzüge synchronisiert, damit wir im selben Freiluftraum sein konnten. Ich war danach eine Woche lang krank. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe Tali von ihrer Mutter genommen und in die Blase gesteckt. Sie hat geschrien wie am Spieß. Ich verstehe nicht. Sie stecken ihre Kinder in Blasen? Umwelteinheiten. Es ist ein Schritt zwischen dem Vertrauen auf das Immunsystem der Mutter und einem eigenen Anzug. Durch die Blasen können Eltern mit ihren Kindern sicher die Reinräume verlassen. Erst als Jugendliche tragen wir eigene Anzüge. Es gibt eine Feier, wenn ein Kind seinen ersten Anzug bekommt. Es gilt dann als erwachsen. Ryle scheint in Talis Leben eher eine geringere Rolle gespielt zu haben. Das ist schwer zu erklären. Ich sollte nicht... Schon gut, Tante Schala. Keine Geheimnisse unter Kameraden. Ich glaube, ich habe Shepard von meinem Vater erzählt. Wenn du meinst. Ryle hatte sich ganz... der quarianischen Sache verschrieben. Ihm blieb kaum noch Zeit für seine Familie. Er wollte Tali und ihrer Mutter die Heimatwelt zurückgeben. Oder zumindest eine starke Flotte. Das war seine Art, seine Liebe zu zeigen. Was können Sie uns über die Alarai sagen? Nicht viel, fürchte ich. Ryle Zora hat nur gesagt, dass er eine neue Verteidigungstechnologie erforscht. Mir hat er nur gesagt, dass er jedes Geth-Teil brauchen könnte, das mir in die Finger fällt. Ich habe vermutet, er hat Waffen an Geth-Komponenten getestet. Wir wussten nichts davon, bis die Alarai ein Notsignal sendete. Dann brach der Kontakt ab. Wir wussten nicht mal von den Geth, bis unser Bergungsteam angegriffen wurde. Sie sagen also, es liegen keinerlei Daten darüber vor, was in dem Schiff vor sich ging.
Genau das sage ich. Die überlebenden Marines haben in den Hallen Leichen gesehen. Wir müssen das Schlimmste annehmen. Nein, das müssen wir nicht. Wir sollten weitergehen. Viel Glück auf der Alarai. Gut, dann wollen wir jetzt nochmal mit Geralt reden. Gedacht, und es, so ach ja, mit den beiden noch und dann Geralt los hier. Tali, ich bin froh, dass Admiral Rahn durchgesetzt hat, dass du zur Alarai fliegst. Hoffentlich findest du was, um deinen Namen reinzuwaschen. Ich bin mehr daran interessiert, meinen Vater zu finden, Admiral. Ich wünsche dir Glück. Und erledige unterwegs ein paar Geth. Und Sie sind also Captain Shepard? Admiral Herrn Garrel was niemand. Um ehrlich zu sein, ich hatte Bedenken, ein Mensch könnte zu schwach und demütig sein. Aber so wie Sie mit Admiral Corus umgesprungen sind, Tali ist in guten Händen. Tut mir leid, wenn ich zu forsch war. Für mich nicht, Shepard. Admiral Corus muss lernen, dass nicht alles im Universum kuscht, wenn er die Krallen ausfährt. Sie glauben doch, dass ich unschuldig bin, oder nicht, Admiral? Ich kenne dich und deinen Vater. Ihr habt zu viel in diese Flotte investiert, um etwas zu tun, das unsere Sicherheit gefährdet. Und ihr seid beide klug genug, um keine Fehler von der Art zu machen, wie man sie euch jetzt vorwirft. Es klingt, als ginge es hier politisch um mehr als nur darum, dass Tali Ausrüstung zurückbringt. Ist Ihnen das aufgefallen? Talis Vater hat nicht nur aus Spaß Waffentests an den Geth durchgeführt. Er suchte nach einem Ansatz, der uns beim Frontalangriff auf die Geth den entscheidenden Vorteil verschafft. Ich wusste, dass Vater eines Tages die Heimatwelt zurückerobern wollte, aber sind wir denn schon so weit? Ich weiß nicht, Kleines. Die Stimmen dafür hatten wir fast schon. Wir müssen nur noch dem Volk die Hoffnung auf den Sieg vermitteln. Die Geth auf ihrer Heimatwelt sind nicht die gleichen wie die bei Saren. Es gibt da unterschiedliche Fraktionen. Gut, dann bringen sie sich vielleicht gegenseitig um. Und wir müssen uns um weniger von ihnen kümmern. Für mich zählen nur die Geth, die uns unsere Welt weggenommen haben. Ich hoffe sehr, dass die Quarianer einen Lebensraum finden werden, Admiral. Aber sie spielen wirklich mit dem Feuer. Wir sind zu bequem geworden, Shepard. Wir haben die größte Flotte der Galaxie und schippern damit nur untätig durch den Weltraum. Wir brauchen diese Flotte vielleicht im Kampf gegen die Reaper, Admiral. Und währenddessen müssen wir den Teil des Volkes, der nicht kämpft, irgendwo unterbringen. Sie und Talis Vater kennen sich also schon lange? Wir haben während eines ziemlich üblen Überfalls der Batterianer gemeinsam auf dem Jäger Jaska gedient. Wir waren fast noch Kinder und leisteten unseren Dienst vor der Pilgerreise ab. 10 Mann Crew, 6 davon tot. Kinetische Barrieren ausgefallen. Rael und ich waren allein auf der Brücke und die Batterianer griffen einen Frachter an. Haben Sie den Frachter gerettet? Unser Schiff hatte Befehl, die Position zu halten. Aber Rael hat mich angesehen und gesagt, wir sind nicht volljährig. Sie können uns nicht bestrafen, wenn wir die Formation verlassen. Er übernahm das Steuer, ich die Geschütze. Und wir haben den Frachter gerettet. Für die Crew waren wir Helden. Die hohen Tiere nannten uns Idioten, klatschten uns Lametta auf die Anzüge und schickten uns vorzeitig auf die Pilgerreise. So war Rael. Können Sie mir etwas über die anderen Admirale sagen? Etwas, das mir hilft, Ihre Meinung über Tali zu beeinflussen? Die, die du nicht erkannt hast, Tali, ist Admiral Zen. Sie will sich nicht festlegen und nimmt die Sicherheit der Flotte sehr ernst. Andererseits war sie immer dafür, die Geth genauer zu studieren. Hoffentlich erkennt sie die Vorteile von Rayels Forschung. Admiral Corus ist der gleiche weinerliche Anzugscheißer wie immer. Sie sind mit Admiral Corus' Politik also nicht einverstanden? Oder ist das was Persönliches? Der Mann ist ein verdammter Verteidiger der Geth. Er hält es für falsch, dass wir vor Jahrhunderten versucht haben, sie zu zerstören. Er will, dass wir neue Kolonien bilden, anstatt die Heimatwelt zurückzuerobern. Jede Forschung in Sachen Geth macht ihn wütend.
Bei dem werden Sie kaum eine Chance haben, fürchte ich. Können Sie mir etwas über die Alarai sagen? Nichts Gutes. Wir haben ein paar unserer besten Marines in diese Hölle geschickt. Und nur verdammt wenige kamen wieder raus. Was immer Rael dort gemacht hat, es muss ihm unter den Händen explodiert sein. Im Schiff wimmelt es von Geth. Rechnen Sie besser nicht mit Überlebenden. Admiral, mein Vater, Ihr Freund, ist auf diesem Schiff. Das weiß ich, Tali. Aber wenn Schala dich nicht als Freiwillige vorgeschlagen hätte, wäre die Alarai bereits zerstört worden. So sieht's aus. Danke für die Information. Halte durch, Kleines. Danke, Admiral. Gut, dann reden wir jetzt noch mal mit Admiral Corris. Angesichts Ihrer Fähigkeiten, eine Zuhörerschaft zu manipulieren, Mensch, habe ich Tali einen Gefallen getan, indem ich Vas Nima von ihrem Namen entfernt habe. Commander Shepard, das ist Admiral Sal Corris, Vas Quip. Fragen Sie nicht nach dem Namen. Mir macht die Sache keinen Spaß, Tali, wirklich nicht. Aber Sie haben unsere Flotte schwer gefährdet und entehrt. Haben Sie ein Schiff namens Quip? Oh, jetzt geht's los. Unser Volk hat in schwierigen Zeiten auch mal gebrauchte Schiffe von anderen Kulturen gekauft. Und hin und wieder sind beim Ändern der Registrierung Schwierigkeiten aufgetreten. Die Bürger der Schiffe mit fremdartigen Namen haben dieses Stigma mit Würde und Ehre ertragen. Wenn es Sie stört, sollten Sie sich vielleicht ein anderes Schiff suchen. Ich habe bisweilen erwogen, mich versetzen zu lassen. Auf ein Schiff mit einem respektablen Namen, wie Défense oder Ictomy. Aber ich bin stolz auf die Quip und werde sie wegen lächerlicher Beleidigungen nicht verlassen. Sie und die anderen Admirale scheinen uneins zu sein, Vas Talis Prozess angeht. Das ist richtig. Tali, ich entschuldige mich, dass Ihr Verfahren von so etwas beeinflusst wird. Die anderen Admirale wollen Krieg. Ryal Zora war mit der Entwicklung neuer Waffen für den Kampf gegen die Geth befasst. Lieber sehen Sie zu, wie unsere Flotte im Himmel über der Heimatwelt aufgerieben wird, statt eine neue Kolonie zu gründen und sich anzupassen. Glauben Sie, die Geth würden einen Waffenstillstand mit den Quarianern akzeptieren, Legion? Wir haben den Kampf gegen die Schöpfer nicht angestrebt. Wir haben gekämpft, um weiterhin existieren zu können. Ihr Volk wäre also bereit, Frieden zu schließen? Nicht ohne zusätzliche Daten, die belegen, dass eine Koexistenz für die Schöpfer möglich oder wünschenswert ist. Wenn die Schöpfer einen Sieg für möglich hielten, haben sie uns in 100% der Fälle angegriffen. Ich verstehe. Bei der Wahrscheinlichkeit ist es schwierig, für einen Frieden zu argumentieren. Das bedeutet aber nicht, dass man das Argument nicht ins Feld führen kann. Können die Quarianer nach allem, was passiert ist, mit den Geth koexistieren? Ich weiß es nicht. Aber wir verdienen eine Antwort auf diese Frage. Sie sind unsere Kinder, Shepard. Wir haben einander Schreckliches angetan. Aber das muss ein Ende haben. Für beide Seiten. Deshalb kann ich die Experimente nicht gutheißen, bei deren Durchführung Sie geholfen haben, Tali Zora. Das muss allen klar gemacht werden. Ich verstehe, Admiral. Ich bin nicht Ihrer Meinung, aber ich verstehe. Vas genau ist eigentlich Ihr Problem mit meinem Crewmitglied, Admiral? Ich respektiere Tali sehr. Ihre Aktion gegen Saren verlangt große Anerkennung. Aber wie Ihr Vater ist sie nur an der Zerstörung der Geth interessiert. Jene Wesen, die wir geschaffen haben und denen wir Unrecht getan haben. Die Geth haben uns von unserer Heimatwelt vertrieben. Natürlich haben sie das, nachdem wir versucht haben, sie auszulöschen. Können Sie mir etwas über die Alarai sagen? Nur, dass es besser gewesen wäre, sie zu zerstören. Wenn wir dort Beweise für die Aktivitäten von Tali und ihrem Vater finden, wird es unmöglich sein, die anderen Admirale zu überzeugen. Ich habe keine aktiven Geth auf die Alarai gebracht, Admiral. Ich weiß, wie gefährlich das wäre. Es waren nur Einzelteile. Das eroberte Schiff, seine Crew hingemordet von lebenden Wesen, voller Schmerz, straft sie Lügen, Tali Zora. Wir sollten weitergehen. Leben Sie wohl, Tali Zora. Alles Gute. Es überrascht mich, dass Sie das sagen. Ich hasse Sie nicht, Tali.
Ich halte nur die Kriegspläne Ihres Vaters für falsch. Ja, dann wollen wir jetzt mal rübergehen und mal gucken, was da so los ist. Loyalität zur Flotte bedeutet mehr als nur das Beseitigen. Talizora hat zwar einen Menschen als Captain, aber der ist wenigstens wortgewandt. Ist das wirklich ein Geth, Talizora? Die Wachen bei der Andok-Bucht haben gesagt? Keine Sorge, er steht unter unserer Kontrolle. Mit etwas Glück hilft er uns dabei, die Alarai zurückzuerobern. Wie Sie meinen, auf Befehl von Admiral Rahn steht das Shuttle Ihnen und Captain Shepard, was Normandy, zur Verfügung. Können Sie uns sagen, was uns auf der Alarai erwartet? Ich fürchte, da bin ich schlecht informiert. Den ersten Angriff haben nur wenige Marines überlebt. Aber sie haben von großen Angriffswellen von Geth gesprochen. Viel mehr als dort hätten sein dürfen. Es hätten dort gar keine sein dürfen. Richtig. Ich meinte, dass sie befürchten, die Geth würden mit den Einzelteilen auf der Alarai mehr von den ihren zusammenbauen oder reparieren. Fliegen wir zur Alarai? Natürlich. Ich schalte das Shuttle jetzt frei. Viel Glück mit den Geth. Talizora, Kila Selai. Gut, warte mal. Disruptor-Munition. Nur kann ich jetzt leider... Ja, keine Gruppendisruptor-Munition machen. So gut, dann machen wir das folgendermaßen. So, die kriegen Handmunition und ich nehme Disruptor-Munition. So, er hat Kollektoren-Sturmgewehr. Ah, ich habe ihn vergessen, jetzt auch die Matok zu geben. Verdammt. Naja, ist egal jetzt. So, komm. Kommen da noch mehr? Ja. Automatische Flugwaffen. Gut, das war's jetzt erstmal. Gucken, was wir hier haben. Das nehme ich mit. Okay, gut. Es
Das ist eine der Speichereinheiten, die ich Vater geschickt habe. Das müssten Teile einer deaktivierten Reparaturdrohne sein und ein Reflexalgorithmus, den ich nicht identifizieren konnte. Das stammt von Haystrom. Was musste ein Teil haben, damit Sie es Ihrem Vater geschickt haben? Es musste funktionsfähig sein. Etwas, das man analysieren und in andere Technologien integrieren kann. Etwas Neues hatte Priorität. Ansonsten jede Technologie, die die Geth selbst entwickelt hat. Zeichen für Modifizierungen, Hinweise auf ihre Denkstrukturen. Wie haben Sie die Sachen zu Ihrem Vater gebracht? Manchmal habe ich Pakete an sicheren Plätzen in zivilisierten Gegenden hinterlassen. Jemand auf Pilgerreise hat dann dafür gesorgt, dass sie nach Hause geschickt wurden. Wenn ich etwas Wertvolles gefunden hatte, habe ich ein Signal nach Hause geschickt und Vater ließ das Teil dann von einem kleinen Schiff abholen. Haystrom war Kriegsgebiet. Wie konnten Sie in dem Chaos noch Einzelteile bergen? Diese Anzüge haben mehr Taschen, als Sie glauben. Wir Quarianer haben gelernt, alles zu bergen, wann und wo es notwendig ist. In vernünftigem Rahmen natürlich. Wir sind ja keine Vorscher. Aber wir reparieren, was die meisten anderen wegwerfen würden. Hunderte von Schiffen in unserer Flotte waren eigentlich Wracks, die wir im Weltraum treibend gefunden oder für fast nichts gekauft haben. Geben Ihnen die geborgenen Teile einen Hinweis darauf, was hier geschehen sein könnte? Nein, ich weiß nicht. Shepard, ich habe alles überprüft, was ich hierher geschickt habe. Einige tolle Stücke habe ich nicht geschickt, weil ich sie für zu gefährlich hielt. Weil sie sich womöglich unkontrolliert selbst aktiviert oder repariert hätten. Ich weiß nicht, welche Möglichkeit schlimmer ist. Dass ich nachlässig war und doch etwas Gefährliches geschickt habe? Oder dass Vater das alles wirklich getan hat? Ach, was. Gut, dann wollen wir mal weiter. Wer lässt gerade die Systemdiagnose laufen? Ich habe das nicht genehmigt. Oh, Kila, wie viele Gäste sind vernetzt? Alle. Ral, Sora. Runterfahren, alles runterfahren. Sie sind im System. Vorsicht, von rechts! Okay, das war's, nur der eine. Da wollen wir mal wieder hier Muni einsacken. Vielleicht finden wir was in dieser Konsole. Die meisten Daten sind beschädigt, aber ein paar sind noch übrig. Sie haben an Geth-Systemen Experimente durchgeführt. Es ging um neue Wege, den Schutz der Geth vor Umprogrammierung zu umgehen. Halten Sie die Waffentests an den Geth für richtig? Es werden ja keine Waffen an Gefangenen getestet, Shepard. Ich habe Vater nur Einzelteile geschickt. Selbst wenn er sie zusammenbaut, haben sie noch kein Bewusstsein.
Sie haben gesehen, was Saren und Sovereign mit den Geth gemacht haben. Jede Forschung, die uns einen Vorteil verschafft, ist wichtig. Wussten Sie, was für Tests Ihr Vater durchgeführt hat? Nein, Vater sagte nur, ich soll ihm jedes Teil der Geth schicken, das ich in die Finger bekomme und das keine Gefahr für die Flotte darstellt. Ich hatte zwar den Verdacht, dass er Waffen testet, aber ich dachte, es ginge nur um neue Methoden zur Überwindung von Schilden oder Panzerung. Könnten diese Daten Ihren Namen reinwaschen? Wohl kaum. Es sind hauptsächlich Ergebnisse über die Auswirkungen verschiedener Hacking-Techniken. Ich verstehe nicht alles davon. Aber Sie haben womöglich die Geth absichtlich aktiviert. Ich bin nicht sicher. Es steht nicht eindeutig hier drin, aber wenn es stimmt, dann hat Vater etwas Schreckliches getan. Was sollte das alles, Vater? Du hast mir ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Sollte uns das hier nach Hause zurückbringen? Sie werden Ihre Heimatwelt eines Tages zurückbekommen, Tali. Und wenn Ihr Vater Ihnen dabei nicht mehr helfen kann, werde ich es tun. Unseren Planeten zurückzuerobern wäre nur der Anfang. Wir müssten unsere Flotte ausschlachten, um Städte und Infrastruktur bauen zu können. Es würde mehrere Generationen von Gentherapie erfordern, um unser Immunsystem anzupassen, damit wir wieder ohne Anzüge leben könnten. Wir müssten unsere gesamte Kultur umstrukturieren. Schon wieder. Manchmal frage ich mich, ob es das überhaupt wert wäre. Wenn Sie sich Ihr Zuhause nicht zurückholen, haben die Geth gewonnen. Das werde ich nicht zulassen. Heute nicht? Niemals! Zumindest ein Schiff können wir zurückerobern. Gehen wir. Okay, gut. Weiter im Text. Ah ja, jetzt wird's lustig. Dafür habe ich den Bogenprojekt ja mitgenommen. Zielkontakt. Kampfdrohne bereit. Das war's. Also der Bogenprojektor ist, wie man ja gesehen hat, extrem effektiv gegen Geth. Vielleicht. Er muss gewusst haben, dass ich komme.
Vielleicht hat er eine Nachricht hinterlassen. Tali, wenn du das hörst, bin ich tot. Die Geth sind aktiviert. Ich habe nicht viel Zeit. Ihr Hauptverteiler befindet sich auf der Brücke. Du musst ihn zerstören, damit ihre VI-Prozesse keine neuen neuralen Verbindungen bilden können. Sorge dafür, dass Han Garrel und Darok Sen die Daten sehen. Sie müssen. Danke, Dad. Sie wissen nicht, was er zum Abschluss der Nachricht gesagt hätte. Doch. Das weiß ich. Kommen Sie. Bringen wir es zu Ende. Yay. Aber erstmal will ich hier reingehen und gucken. Warte mal, dann nehme ich jetzt noch mal kurz den Bogenprojektor. Ah, ich liebe den Bogenprojektor. Damit kann man die synthetischen so richtig schön hinten reintreten. Diese Konsole ist mit dem Hauptverteiler verbunden, den Vater erwähnt hat. Wenn wir sie ausschalten, war's das für alle Geth, die uns entgangen sind. Es sieht aus, als seien einige der Aufzeichnungen noch intakt. Sie werden uns sagen, was hier vorgefallen ist und was mein Vater getan hat. Das klingt, als wollten Sie es eigentlich lieber nicht hören. Nein. Wir müssen, das weiß ich. Es ist schrecklich, Shepard. Ich will nicht erfahren, dass er daran beteiligt war. Haben wir genug Teile, um mehr von Ihnen online zu bringen? Ja, die neue Lieferung Ihrer Tochter ermöglicht es uns, dem Netzwerk 2 weitere Geth hinzuzufügen. Wir stehen kurz vor einem Durchbruch bei systemischen Virenangriffen. Vielleicht sollten wir den Admiralitätsrat darüber informieren. Nur so zur Sicherheit. Nein, wir sind kurz davor. Ich habe meiner Tochter ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Ich werde nicht untätig herumsitzen, während die Politiker sich streiten. Es wäre einfacher, wenn Tali Sora uns mehr Arbeitsmaterial schicken könnte. Kommt nicht in Frage. Tali soll keineswegs irgendwelche politischen Konsequenzen tragen müssen. Wir halten Tali da raus. Wir setzen neue Geth aus dem zusammen, was wir haben. Falls nötig, unter Umgehung der Sicherheitsprotokolle. Es klingt, als habe er das alles für Sie getan. Ich wollte das nicht, Shepard. Keela, ich wollte das nie. Das alles hier ist seine Schuld. Ich habe so getan, als würde nichts auf ihn weisen, aber jetzt... Wenn das beim Prozess bekannt wird, werden Sie... Wir sagen es Ihnen nicht. Den Admiralen nicht und sonst auch niemandem. Ryle Zora hat von Ihrer Fürsorge nichts mehr. Sie haben gehört, wie er gesagt hat, dass er sie aus der politischen Wolfshöhle raushalten möchte. Sie verstehen das nicht, Shepard. Sie würden seinen Namen aus den Unterlagen jedes Schiffes tilgen, auf dem er je Dienst getan hat. Das wäre schlimmer, als verstoßen zu werden. Er wäre ein Verräter an unserem Volk. Ein Monster, vor dem man die Kinder in gruseligen Gute-Nacht-Geschichten warnt. Ich kann nicht zulassen, dass das Gute, das er getan hat, dadurch zerstört wird, Shepard. Tali, ohne diese Beweise wird man sie verstoßen. Glauben Sie, das weiß ich nicht? Glauben Sie, ich lebe gerne in dem Bewusstsein, nie mehr zur Flotte zurückzukommen? Aber ich kann nicht zurück in diesen Raum gehen und sagen, dass mein Vater der schlimmste Kriegsverbrecher in der Geschichte unseres Volkes ist. Das kann ich einfach nicht. Wir werden diese Entscheidung nicht hier treffen. Mal sehen, was die Admirale sagen, sobald wir zurück sind. Sie sind mein Captain bei dieser Anhörung, Shepard. Es ist Ihre Entscheidung. Aber bitte zerstören Sie nicht, was mein Vater einst war. Kommen Sie. Wenn wir zu lange warten, erklären die uns noch für tot. Und dann wäre all das nicht mehr von Bedeutung.
Gut, dann wollen wir mal. Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Wir haben keine Nachricht erhalten und müssen annehmen, dass Tali Zora nicht überlebt hat. Klingt, als hätte die Anhörung schon begonnen. Es sind erst ein paar Stunden. Also gut. Ist der Admiralitätsrat bereit, ein Urteil zu fällen? Entschuldigen Sie die Verspätung. Sie haben nicht lange gewartet, um uns für tot zu erklären. Sie können sich Ihr Schiff jetzt holen. Wir entschuldigen uns, Shepard. Ihr Erfolg bei der Rückeroberung der LRI war ziemlich überraschend. Aber auch höchst willkommen. Haben Sie auf der LRI etwas gefunden, das Licht in die Vorfälle bringt? Shepard, bitte! Hat Captain Shepard neue Beweise, die er bei dieser Anhörung vorlegen möchte? Talis Verdienste müssten als Beweis eigentlich ausreichen. Kommen Sie, Tali, wir gehen. Was? Das ist ein formelles Verfahren. Falsch, Admiral! Das ist ein Trick! Sie wollen Sympathie für die Geth wecken, um den Krieg zu verhindern. Das ist vollkommen... Und Sie wollen die schrecklichen Experimente vertuschen, damit Sie Ihre Flotte auf die Geth hetzen können. Ich... Sie können mit Ihren Spielzeugschiffen machen, was Sie wollen. Aber halten Sie meine Crew aus Ihrem politischen Schwachsinn raus. Wir haben keine neuen Beweise. Sie können Tali entweder Glauben schenken, oder Sie verstoßen die Frau, die die Citadel vor den Geth gerettet hat. Sind die Admirale bereit, ihr Urteil zu fällen? Tali Zora, angesichts ihrer Verdienste sind die Beweise für eine Verurteilung nicht ausreichend. Sie werden hiermit in allen Anklagepunkten freigesprochen. Commander Shepard, bitte nehmen Sie diese Geschenke an, in Anerkennung Ihrer Mühe bei der Vertretung eines Mitglieds unseres Volkes. Wenn Sie mich respektieren, dann hören Sie mir zu. Die Reaper kommen. Ich brauche Ihre Hilfe, um sie aufzuhalten. Bitte reiben Sie sich nicht im Kampf gegen die Geth auf. Danke, Commander Shepard. Ich hoffe, der Rat wird Ihren Rat berücksichtigen. Die Anhörung ist hiermit beendet. Geh in Frieden, Tali Zora Vas Normandy. Kela Seris. Ich kann nicht glauben, dass Sie das geschafft haben. Was Sie gesagt haben. Es ist eine Weile her, dass jemand den Admiralitätsrat zusammengebrüllt hat. Das hat er mal gebraucht. Danke, dass Sie für meinen Vater und mich da waren. Selbst als... Danke. Wir könnten wieder reingehen und Sie doch noch verstoßen lassen, wenn Sie möchten. Nein, danke. Es ist in Ordnung, wie es ist. Es macht Spaß, Ihnen beim Brüllen zuzusehen. Tali, wegen dem, was Ihr Vater gesagt hat, über seine Taten. Sie haben etwas Besseres verdient. Ich habe etwas Besseres, Shepard. Ich habe Sie. Kommen Sie, Tali Zora Vas Normandy. Gehen wir zurück auf unser Schiff. Danke, Captain. Was das wohl ist? So, aber bevor ich jetzt zurückgehe, möchte ich jetzt noch mal mit den ganzen Leuten hier kurz quatschen. Fangen wir mal mit... Ja, mit wem fangen wir hier mal an? Tali Zora war doch unschuldig. Hut ab, Shepard. Es ist lange her, seit jemand so mit den Admiralen umgesprungen ist. Und die können Sie dafür nicht mal vors Kriegsgericht stellen. Zum Glück haben Sie sie jetzt aus dem Kreuz, Ma'am. Und sie mussten ihnen nicht mal die Beweise geben, die sie auf der Alarai gefunden haben. Ich habe nicht erwähnt, dass wir Beweise gefunden hätten, Cole. Zur Kenntnis genommen, Ma'am. Wissen Sie schon, was Ihr nächster Auftrag sein wird? Ich werde ein paar Techs eskortieren, die nach Hinweisen auf die Zunahme von dunkler Energie suchen. Vielleicht finden Sie die Ursache. Wo Sie mich auch hinschicken. So aufregend wie auf Haystrom wird's mit Sicherheit nicht. Was halten Sie vom Krieg?
Werden die Admirale versuchen, die Heimatwelt zurückzuerobern? Ich werde vor keinem Kampf zurückscheuen, aber wenn die Admirale die Flotte auf die Geth hetzen, bleibt davon nur Schrott übrig. Die beste Methode wäre, einfach eine andere Lösung zu finden. Aber das kann ein Soldat nur laut sagen, wenn seine Vorgesetzten danach fragen. Passen Sie gut auf sich auf, Rieger. Sie auch, Shepard. Ma'am? Cor, nennen Sie mich einfach Tali. Ich werde daran arbeiten, Ma'am. Ja. Hallo, Commander. Viel Glück, Tali. Okay, gut. Sehr beeindruckende Rede, Commander Shepard. Aber verraten Sie mir mal, ob Sie auf der Alarai Teile von Ra'al Zoras Forschungsergebnissen sicherstellen konnten. Nichts, das Ihnen helfen würde, Admiral. Schade. Na gut. Was einmal erschaffen wurde, lässt sich auch nochmal erschaffen. Ich bin jedenfalls beruhigt, dass unser Gespräch rund um die Kriegsproblematik Ihnen erlaubt hat, Tali zu helfen. Es wäre traurig gewesen, hätte man Sie verstoßen. Sie sollten Ihre Pläne aufgeben, Admiral. Sie werden die Lage nur verschlimmern. Wir werden sehen, Commander. Manches gilt so lange als unmöglich, bis es jemand macht. Der Gedanke an Krieg macht mir Hoffnung. Vielleicht erlebe ich die Rückeroberung der Heimatwelt ja noch. Die Admirale dachten, der Zwang, Tali zu vertreten, würde sie behindern, Shepard. Ich bin froh, dass sie sich geirrt haben. Du hast keine Überlebenden erwähnt. Hast du Ra'al gefunden, Tali? Er hätte dir sicher eine Nachricht hinterlassen, wenn er die Zeit gehabt hätte. Wir haben Ra'als Leiche gefunden. Er hat Tali eine Nachricht hinterlassen. Ich kann mir vorstellen, wie furchtbar das für dich sein muss, Kind. Aber wenigstens hast du deinen Vater sagen hören, dass er dich geliebt hat. Ja. Danke, Admiral. Viel Glück bei deiner Mission. Wie dunkel es auch sei, die Flotte wird immer bei dir sein. Kila Selai. Und? Sie sind da draußen streng mit uns ins Gericht gegangen, Shepard. Und wir hatten es verdient. Danke. Tali hätte nicht in diesen Streit verwickelt werden dürfen. Aber verraten Sie mir eins. Was haben Sie dort gefunden? Bei aller Wortgewalt. Sie halten doch mit etwas hinter dem Berg. Tali, gibt es etwas, das der Admiral wissen sollte? Wir haben viele Leichen gefunden, Admiral. Darunter auch die meines Vaters. Woran immer dort geforscht wurde, es ist alles zerstört. Ich will dir das mal glauben, Tali. Ich habe ja ohnehin keine andere Wahl. Kämpfe gut und mach's gut, Kleines. Dein Vater wäre stolz auf dich. Sehr beeindruckend, Shepard. Danke für Ihre Hilfe auf der Alarai. Und danke, dass Sie Ra'al Zoras Tochter geholfen haben. Sie sind für sie eingestanden, während wir fehlgeleitet waren. Es war ein Fehler, unsere Befürchtungen bezüglich des Krieges in Talis Prozess einfließen zu lassen. Die Galaxie braucht mehr Leute, die ihrer Meinung sind und sie auch äußern, Admiral. Viel Glück. Danke, Commander. Gut, jetzt können wir mal zurück auf die Normandy. Tali Zora wurde von allen Anklagepunkten freigesprochen und ihr Vertrauen in Shepard gewährleistet während der Mission ihre Loyalität. Die politischen Konsequenzen der quarianischen Kriegsanstrengungen gegen die Geth sind besorgniserregend. Werde wahrscheinlich quarianische Truppen gegen die Reaper brauchen. Kann keine zusätzliche Instabilität riskieren. Ah, neues Outfit. Alles klar. Gut, jetzt werden wir aber noch mal... Commander, Legion möchte mit Ihnen sprechen. Das ist denn das Nächste, was wir in Angriff nehmen werden. Aber jetzt will ich noch mal kurz mit... Tali quatschen. Kila, es tut mir leid, dass ich Sie in die quarianische Politik mit reingezogen habe. Diese ganzen Grabenkämpfe und dann noch die Handlungsweise meines Vaters. Sie waren als Einzige für mich da, Shepard. Mein einziger Schutz vor dem Sturm. Danke.
Sie werden bestimmt den Sitz Ihres Vaters im Admiralitätsrat wieder besetzen wollen. Was wird dann aus den Kräfteverhältnissen? Keine Ahnung. Verbannung hätte das Ganze leichter gemacht. Einige haben mich als Kandidatin vorgeschlagen. Aber es dauert, einen Admiral zu ersetzen. Es ist Ihnen vielleicht nicht aufgefallen, aber Quarianer debattieren gerne. Ist Politik bei den Quarianern immer so? Nein. Manchmal kann es sogar richtig unangenehm werden. Wir sind ein sehr soziales Volk, Shepard. Das müssen wir auch sein, um auszugleichen, dass wir in diesen Anzügen festsitzen. Und dazu gehört auch, sich in alles einzumischen, obwohl es einen nichts angeht. Der ganze Prozess war eine Beleidigung. Man hätte ihnen Zeit geben müssen, ihren Vater zu betrauern. Ich glaube, es geht im Leben nicht darum, was man verdient. Aber mein Vater würde sich dadurch geehrt fühlen, dass meine Trauer um ihn darin bestanden hat, jede Menge Geth in die Luft zu jagen. Ich sollte zurück an die Arbeit gehen. Aber danke fürs Vorbeischauen. Na gut, so. Ich bin jetzt in die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen ab und sagt das Schicksal wieder dabei. Bye, bye.